Ich hab euch geswaffelt. Und zwar mitten in die Fresse. In der Bibliothek ist für gewöhnlich auch kein Wein. Wir haben einen Stock weit weiter oben. Vielleicht ist hier noch... Wir sind ja jetzt hier. Ah, vielleicht... Eventuell ist dort drüben noch Wein. Hier ist nämlich auch noch irgendwo ein Zimmer mit Getränken. Die Umfrageergebnisse, ein Chillzimmer sozusagen, ein Wohnzimmer oder was weiß ich, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall dort, wo dieses Glas ist, gehe ich immer davon aus, dass dort irgendwas ist. Aber ob das der berüchtigte Wein ist, den ich brauche? Das ist nämlich wieder Champagner. Den brauche ich gar nicht. Das ist wieder Wein, den ich nicht brauche. Hallo, mein Junge. KK. Geht es dir gut, Junge? Wo ist überhaupt meine Mutter? Die hat bestimmt auch noch Aufträge für uns. Ah, da ist sie. Sei ein guter Junge, Lucius, und sieh nach, ob Alistair Hilfe braucht. Alistair. Who the fuck ist Alistair? Meine Zähne putzen, hat sie mir aber jetzt als Auftrag gegeben. Junge. Jawohl, Chef. Okay, dann machen wir das einfach mal. Wir tun einfach mal hier, Dingsen. Zähne putzen. Einfach nur, weil ich jetzt Spaß an der Freude habe. Und weil ich die Aufträge gerne mache. Die ich bekomme. So, ich glaube, hier entlang war doch das. Genau, hier ist unser... Hier ist unser Zimmer, glaube ich, oder? Nein. Hier ist unser Zimmer. Ah, du bist schlafen gegangen, damit du mitten in der Nacht aufwachen kannst. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Ich muss vorsichtig sein, dass mich niemand wach sieht, sonst bringen sie mich zurück ins Bett. Okay, gut, dann ist wahrscheinlich unsere Aufgabe heute, sie darf dich nicht sehen. Hier kann ich nicht rein. Hier kann ich rein. Oh, jetzt hat sie mich gesehen. Jawohl! Ich wollte zwar ein bisschen Nebenmission machen in der letzten Folge, aber naja. Ist halt so. Ja, kannst du, weiß ich jetzt schon. Ja, weiß ich schon. Danke. Okay, vielleicht muss ich mich verstecken vor ihr. Das könnte natürlich möglich sein. Ah, jetzt weiß ich auch, wo die herkommt. Okay. Schnell rein. Im Wandschrank verstecken. Wo ist sie denn? Hallo? Ich höre sie immer noch laufen. Ist sie schon vorbei? Aha, jetzt ist sie. Kann ich hier durch? Hier entlang muss ich, soweit ich weiß, eigentlich gar nicht unbedingt. Oder ich gehe die andere Treppe entlang. Vielleicht ist aber auch da meine Mutter. Ich weiß es nicht. Ah, hier ist verriegelt. Dann kann ich hier gar nicht entlang. Dann muss ich dort drüben durchs andere Stockwerk durch. Den normalen Weg gehen. Guest Room? Ich kann hier nirgends durch. Kann ich hier durch? Nein. Hier kann ich durch. Ah ja, da ist ja mein Zimmer. Dort. Das Zimmer meiner Eltern. Aber auch hier kann ich wieder nicht durch. Hier kann ich durch. Aber es ist kaum hilfreich, oder? Nee, bringt mir nichts.
ein Geländer. Ja, sehr schön. Okay. Hier raus? Nein, auch nicht. Ich kann weder hier durch noch hier durch. Hier kann ich rein, da war ich ja vorhin drin. Ich kann nur hier durch. Es geht nur hier. Die Tür öffnet sich. Oh, da ist die Mutter. Habt ihr sie gesehen? Kommt die auch noch mal hier durch, vielleicht? Kann ich hier raus? Oh, das ist natürlich... Ah, das ändert einiges. Das ändert einiges. Ich kann also hier durch in den anderen Oh, da raucht jemand. Ah, gehe ich besser auch hier durch? Geht nicht. Also der lässt mich auf jeden Fall auch nicht durch. Er darf mich nicht sehen. Vielleicht ist er sogar mein Vater. Das weiß ich natürlich nicht. Gehen wir hier entlang? Geht das? Er sieht mich auf jeden Fall nicht. Hier eine Tür? Nein, hier ist auch keine Türe. Ah, neues Inventarobjekt. Würde mir wahrscheinlich jetzt noch nichts bringen. Ach, Leute. Fahrrad? Nicht sehr hilfreich. Nicht einfach, meine Freunde, nicht einfach. Nun, gut, ich komme hier nicht durch. Hier wäre die Türe bestimmt offen, aber... An dem Typen werde ich nicht vorbeikommen. Außer ich habe ihm... Hey, oh. Junge, du solltest im Bett sein. Jetzt hat er mich aber gefunden. Okay, dann wären wir wieder hier an der Stelle. Ah. Ist ja nett, okay. Alles klar, ich weiß, wie der Hase läuft, aber ich weiß nicht, wie ich hier durchkomme. Blöd. Sie darf dich nicht sehen. Ja, gut, dann gehen wir wieder in diesen Schrank hier rein, da wird sie dann schon vorbeikommen. Ey, mach die Tür zu jetzt. Jetzt heißt es warten, bis sie wieder vorbeiläuft. Ich höre das ja normalerweise. Mami? Mami? Jetzt müsste sie weg sein. Müsste. Kann ich auch hier raus? Nein, hier kann ich auch nicht raus. Ich muss schon hier runter, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Nun gut, hier steht sie jetzt, aber... Macht sie auch irgendwas? Nee, die chillt hier einfach nur. Weil die Lust drauf hat. Oder wie ist das zu verstehen? Nicht einfach. Nicht einfach. Hier rausgehen. Wieder hier drüben ist ja der Polizist. Der Herr McGuffin oder McGuffin oder... Guffin oder... Kann ich vielleicht Telekinese anwenden hier irgendwo? Eher nicht, was? Ich möchte ihm auch gar nicht näher kommen, weil einfach ich denke, er wird irgendwann das schon merken, dass ich da bin. Aber auf jeden Fall komme ich hier definitiv nicht rein. Haben wir schon gecheckt vorhin. Oh, das Licht muss ausgemacht werden. Per Telekinese. Unter welchem er steht. Ah, ich wusste es. Okay. Was zum
Lol. Was hat er mich jetzt gesehen? Das ist nicht einfach, meine Freunde, aus dem Grund, dass er mich sehen kann, so. Und solange er noch lebt, ist das schlecht. Ja, er muss also sterben. Aber ich kann ihn jetzt nicht einfach umbringen. Ich muss ja jetzt die Agnes töten. Ja, ich weiß, dass meine Mutter da noch unterwegs ist und rumschleicht, warum auch immer. Ja, vielleicht hat sie das gleiche vor wie ich. Okay. Jetzt heißt wieder warten. Oh, mein armer Rücken, der tut schon weh. Das ist unglaublich. Und in der Zeit, wo wir auf die Mutter warten, einfach schön mit meiner Musik lauschen. So, jetzt ist sie normalerweise wieder weg. Jetzt hat sie mich... Ich hasse das. Ich hasse das. Das ist blöd. Helft mir, Leute, helft mir. Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Ja, die Mutter ist unterwegs. Das haben wir jetzt schon ganz oft gesehen. Ich muss mich im Schrank verstecken und lieber länger warten als gar nicht. So. Jetzt Tür schließen. Chillen. Ja, ja, das Leben ist schön, aber... der Wandschrank hier vor allem auch. Bisschen Umsinn hier. Aber hier gibt's nichts zu sehen. Schade. Jetzt muss ich aber mal weg sein. Close the door, please. Und dann geht's wieder ab nach unten. So. Definitiv muss ich Telekinese anwenden. Kann ich das auch hier? Nein, hier ist gar keine Glühbirne an. Das ist einfach so hell. Aus welchem Winkel? Da gibt's bestimmt irgendeinen Winkel, bei dem er mich nicht sehen kann oder so. Vermute ich mal stark. Vielleicht hier aus dem Gebüsch raus. Was? Aha, jetzt haben wir es geschafft. Was macht er jetzt? Jetzt dreht er ab, oder was? Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Bleib jetzt hier stehen. Sieht so aus. Okay, so geht's. Das heißt, wir werden jetzt schon mal hier drüben. Genau, und dann war hier das Rattengift. Genau, ja. Leute, wir haben es geschafft. Noch kurz vorm Ende der Folge. Neues Inventarobjekt. Okay. Und es ist wieder Tag. Ach, wunderbar. Aktualisierung im Notizbuch. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Ich muss vorsichtig sein, damit mich niemand sieht. Sonst, ja, genau, das haben wir schon. Mit diesem Rattengift werde ich ihr beibringen, was passiert, wenn man der Todsünden begeht. Vater wird erfreut sein. Mit Vater meint er natürlich nicht seinen leiblichen Vater, sondern den Teufel. Aber gut. Hallo, Mutti. Haben wir überhaupt noch irgendwelche Aufgaben? Ach, wir haben sogar zwei Aufgaben, die wir noch nicht erledigt haben. Das heißt, einmal Zähne putzen, das könnten wir vielleicht sogar mal machen. Das Bad, wo ist denn das? Hier, WC, das wird schon gehen, oder? Denke ich mal. Machen wir einfach mal. Einfach nur, weil ich jetzt lustig da drauf bin. Und ich noch ein bisschen aufnehmen möchte. Hier, Bathroom, okay. Ah, hier ist eine Zahnbürste. Oh, yeah. Du warst ein sehr guter Junge. In deinem Zimmer erwartet ein Geschenk für dich. Ah, das möchten wir uns doch mal anschauen. Zimmer ist doch da drüben gewesen, genau.
Ah, hier. Ui, was ist denn das? Nager können mich nicht leiden, ich wüte in ihren Eingeweiden. Okay, das ist ein sehr komischer Satz. Neues Inventarobjekt. What the fuck ist das? Eine leere Wasserflasche. Oh, wie vorzüglich. Als nächstes brauche ich das Rattengift. Und ich gehe mal wieder Richtung Agnes, sage ich mal. Einfach weil sie irgendwie, ich sag mal, sterben muss. Ja, hier das Kreuz, das gibt mir jetzt.